Willkommen zur ersten Folge des kleinen Fliegerameinses, in welcher ich versuchen werde, euch die wichtigsten Luftkampfstile vorzustellen und zu erklären. Es gibt drei grundlegende Kampfstile, welche im Spiel, aber auch in der realen Welt benutzt werden. Diese sind Turnfighting, also Kampf, Energy Fighting, also versuchen, mehr Energie als der Gegner zu haben, und Boom and Zoom, also von höheren Energiestatus anzugreifen und direkt wieder aus dem Aktionsbereich des Gegners rauszufliegen. Aber um diese Konzepte umzusetzen, muss man sich erstmal mit der Energie des Flugzeugs bekannt machen. Was ist also diese Energie? Um es einfach zu sagen. Die Energie eines Flugzeugs setzt sich aus kinetischer Energie, also Geschwindigkeit, und potenzieller Energie, in dem Fall Höhe, zusammen. Wobei die potenzielle Energie durch Herabstürzen des Flugzeugs in Geschwindigkeit umgewandelt werden kann. Nehmen wir mal ein Beispiel. Du fliegst auf 1000 Meter Höhe mit 500 km/h und dein Gegner auf gleicher Höhe mit 300 km/h. Wer hat den Energievorteil? Genau, du. Weil du auf gleicher Höhe fliegst, dann damit die gleiche potenzielle Energie besitzt wie dein Gegner, allerdings 200 km/h schneller fliegst, führt das darauf hinaus, dass du einen höheren Energiestatus hast. Aber setzen wir mal deinen Gegner 1 Kilometer höher. Wie sieht das jetzt aus? So genau kann man das jetzt gar nicht mehr sagen. Also müssen wir uns vorstellen, dass der Gegner auf deine Höhe herunterstürzt und somit Höhe in Geschwindigkeit umwandelt. Pro Kilometer Sturz gewinnt man ungefähr 300 km/h, allerdings hängt dies auch vom Flugzeug ab. Aber 300 km/h ist ein relativ guter Mittelwert, mit dem man eigentlich immer rechnen kann, beziehungsweise mit dem man immer schätzen kann. Der Gegner hat jetzt also einen Vorteil, da er mehr Energie besitzt. Von anfänglichen 300 km/h auf 2000 Meter hat er jetzt 600 km/h auf 1000 Meter und du nur 500 km/h auf 1000 Meter. Also hat er einen Vorteil. Das Ziel ist es natürlich, zu überleben und den Gegner abzuschießen, wobei ersteres meiner Meinung nach wichtiger ist. Man kann es so sehen, du machst einen Kill und wirst zerstört. Ein Kill für dich. Du stellst sicher, dass du einen Vorteil hast und schießt mehrere Leute ab. In eigentlich allen Fällen mehr als ein Kill für dich. Allerdings ist es in 95% der Kämpfe notwendig, einen Energievorteil zu haben. Genau da sitzen die Kampfstile an. Eine letzte Anmerkung noch. Nicht jedes Flugzeug kann und sollte jeden Kampfstil nutzen. In einer der nächsten Folgen gehe ich genauer darauf ein. Kommen wir nun zum Turnfight. Diese ist die grundlegendste Art des Luftkampfes. Du drehst mit deinem Flugzeug Richtung Heck des Gegners, bis dieser in deinem Visier ist, und der Gegner versucht dabei das gleiche. Diese Form des Luftkampfes benutzt am Anfang eigentlich jeder, da diese die einfachste und am logischsten erscheinende Art des Luftkampfes ist. Hier entscheidet allein die Fähigkeit eines Flugzeuges, engere Kreise zu ziehen als der Gegner und bessere Energie zu halten. Komplexer ist hier schon die Momentum-Taktik. Hier muss man sich von der Gewohnheit, immer am Heck des Gegners bleiben zu wollen, lösen. Dazu ist der Energievorteil, am besten Höhe, zwingend notwendig. Der Ablauf ist ziemlich einfach zu merken. Erster Schritt. Energievorteil sicherstellen. Das bedeutet, du musst höher und oder viel schneller sein als dein Gegner. Zweiter Schritt. Du musst warten, bis der Gegner sich unter dir befindet. Hier musst du darauf achten, dass der Gegner nicht zu weit unten ist, da du sonst das Risiko eingehst, all deine aufgebaute Energie zu verlieren und eventuell sogar dein Flugzeug durch zu hohe Geschwindigkeit zu beschädigen. Dritter Schritt. Auf den Gegner stürzen und unter Beschuss nehmen. Dabei solltest du keinen harten Ausweichmanöver folgen, da das auch in einem beschädigten Flugzeug enden kann und du vor allen Dingen einen Großteil deiner aufgebauten Energie verlierst. Als vierten Schritt. Wieder wegsteigen. Egal, ob du deinen Gegner abgeschossen hast oder nicht, du solltest deine überschüssige Energie aus dem vorangegangenen Sturzflug wieder in potenzielle Energie umwandeln, um aus der Gefahrenzone zu entkommen. Fünfter Schritt. Neu ansetzen bzw. ein neues Ziel suchen. Du kannst jetzt wieder bei dem gleichen Gegner dieses Manöver durchführen, also von Schritt 1 bis 5, Schritt 5 wieder. Oder, wenn dieser abgeschossen ist, einen neuen Gegner suchen bzw. ein neues Ziel suchen und dieses attackieren. Also nochmal kurz. Energievorteil sicherstellen. Warten, bis der Gegner unter ihm ist. Auf den Gegner stürzen, wegsteigen und neu ansetzen. Diese Taktik ist vor allem für Flugzeuge gedacht, welche schnell sind und gut steigen können, allerdings nicht gut turnen können. Dazu ist diese Taktik die sicherste, da man immer den Energievorteil behält und fast jeder Gegner nach den Ausweichmanövern nicht mehr Energie hat, um dir ein bisschen hinterher zu steigen. In dem Fall ist die schwere Kontrolle bei hohen Geschwindigkeiten und die Gefahr, die Flügel abzureißen, ein weit größeres Risiko für dein Flugzeug als der Gegner. Aber damit ihr selbst euren Attacken nicht zum Opfer fallt, gibt es nur ein paar Wege. Wegstürzen ist einer, da man so verhindert, dass der Gegner an einen herankommt. Dies würde ich allerdings nur als letzten Ausweg empfehlen, da ihr so einen Großteil eurer durch Steigen gewonnenen Energie verpulvert. Ähnlich effektiv, aber längst nicht so energieraubend ist das Eindrehen in den Gegner. Dafür müsst ihr, wenn der Gegner ungefähr 800 Meter weit entfernt ist, zu ihm hin und leicht nach unten drehen. Entweder setzt dieser dann neu an und ihr wiederholt das Manöver, oder er folgt euch und nimmt sich selbst dann den Energievorteil. Da er aber in den meisten Fällen dann immer noch schneller ist, kommt es zu einem sogenannten Overshoot. Das bedeutet, dass der Gegner aus deiner Position hinter dir vor dich fliegt. In diesem Moment kannst du deine Nase zu ihm drehen und hast relativ viel Zeit, auf ihn zu zielen und ihn abzuschießen. Auf weitere Defensivmanöver gehe ich in kommenden Videos ein. Der dritte Kampfstil ist das Energy Fighting. Es geht also nur darum, einen Energievorteil zu halten, indem man mehrere Taktiken kombiniert.
Zum Beispiel versucht man ein Looping zu fliegen, wenn das Flugzeug sehr gut Energie in der Vertikalen halten kann, um den Gegner schneller die Energie quasi wegzunehmen. Allerdings ist diese Taktik relativ schwierig zu meistern und enthält Taktiken, welche ein eigenes Video benötigen. Und auch wenn ihr viele Guides schaut, euch jede Information über euer Flugzeug holt und jedes Gefecht analysiert, durch die Videos alleine werdet ihr keine Profis. Übung ist in dem Fall alles und die Guides werden euch nur dabei helfen, schneller zu lernen. Damit war es das auch schon mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge und ciao.